Tja, und ein weiteres großes Thema, was da heute bei dem Impfgipfel diskutiert wird, ist der digitale Impfpass. Stefan Wittmann, wie wird das funktionieren? Wann geht's los? Es ist schon so viel darüber diskutiert worden. Was gibt's Neues? Genau, wir klären jetzt einfach mal die ganzen W-Fragen, was man dazu alles wissen muss. Wir haben ja in der Pandemie gelernt, und das wussten wir auch schon davor, Digitalisierung in Deutschland. Boah, das ist manchmal ein ganz schwieriges Fass, das man da aufmacht. Wir gucken jetzt mal drauf, was mit dem digitalen Impfpass geplant ist, wann er denn auch kommen soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in den letzten Wochen und Monaten immer davon gesprochen, in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals. Jetzt soll es ab Ende Juni soweit sein, dass man dann den digitalen Impfpass bekommen kann. Aber es laufen schon in mehreren Bundesländern, fast in allen Bundesländern soll es auch noch dazu kommen, Testphasen mit diesem digitalen Impfpass. Das heißt, die Leute, die dann bei den ausgewählten Impfzentren vorbeikommen, können schon mal proben, ob es klappt, ob das auch praktikabel ist und welche Kinderkrankheiten es denn dabei dann noch gibt, dass die dann eben ausgemerzt werden können, sodass dann ab Ende Juni, Anfang Juli auch richtig gestartet werden kann. Eins muss man noch dazu sagen, wie beim Impfen auch, es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Angebot. Also man muss nicht auf den digitalen Impfpass umschwenken. Man kann auch bei seinem gelben Zettel bleiben, den man schon aus der Vergangenheit kennt. Auch der wird dann anerkannt. Schauen wir auf die nächste W-Frage. Nicht das Wann, sondern das Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Also, es wird so funktionieren, dass man erstmal natürlich gucken muss, wo komme ich an den Impfpass ran. Geplant ist, da, wo geimpft wurde, von dieser Stelle kriege ich letztlich die Bescheinigung und die Ermöglichung des digitalen Impfpasses. Heißt, wenn ich in der Arztpraxis, im Impfzentrum, in den Krankenhäusern die Impfung bekommen habe, kann ich dort quasi dann auch das Dokument erstellt bekommen. Da ist dann ein QR-Code drauf, den scanne ich mit dem Handy ein und dann kriege ich einen eigenen QR-Code und den habe ich dann auf dem Handy und das ist dann letztlich der Impfpass. Die große Frage ist, es sind ja schon viele Leute auch geimpft worden, wie werden die denn benachrichtigt? Da soll es dann per Post gehen, das heißt, ich bekomme dann quasi einen Brief, da ist der QR-Code drauf und dann mache ich das Ganze zu Hause, den Impfcode abscannen und dann bekomme ich ihn. Das Ganze läuft über Apps und da haben wir dann eine Auswahl. Die Corona-Warn-App wird dabei sein, aber auch CovPass, das ist die App, die dann noch zusätzlich entwickelt wurde. Mit denen beiden kann man das dann machen und da kann man auch die negativen Tests beispielsweise einfließen lassen. Thema Sicherheit ist auch hier wieder wichtig. Da geht es vor allem um Datenschutz. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, das soll fälschungssicher sein. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat aber schon kritisiert und moniert, dass man gar nicht so richtig eingebunden ist in die Planungen des BMG und dass man sich das hätte vorstellen können, dass das viel schneller geht. Eine wichtige Info ist dann auch noch, wenn ich das Handy habe und das ist ein Handy, das von vor 2015 quasi auf den Markt gekommen ist, dann kann es sein, dass es nicht kompatibel ist mit der App. Dann muss ich doch wieder auf den Zettel oder auf den gelben Impfausweis zurückgreifen. Wir gucken auf die nächste Grafik und wollen dann natürlich zeigen, für was brauche ich das Ganze denn? Und da geht es vor allem natürlich um Reisen. Also wo ist es überhaupt auch möglich? In allen EU-Mitgliedstaaten, dazu in Norwegen, in der Schweiz, in Liechtenstein und in Island. Die EU-Kommission, die bemüht sich noch um eine weitere Internationalisierung. Das heißt, man will natürlich im besten Fall weltweit diesen digitalen Impfpass zum Einsatz bringen, dass der auch an allen Grenzen, bei allen Einreisen in alle Länder akzeptiert werden kann. Da muss aber noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden. Worum geht es letztlich? Es geht um die Grundrechte, die uns genommen wurden während der Pandemie, dass man die eben wieder frei ausleben kann. Heißt Reisen, heißt aber auch Freizeitaktivitäten, Museen, Kneipen etc. Überall, wo man sich im Moment ausweisen muss, dass man eben genesen oder vollständig geimpft ist, da kann dann der digitale Impfpass letztlich zum Einsatz kommen. Und das würde dann so ein bisschen in der Praxis Erleichterung bringen. Ja, ob das Ganze funktioniert, wie es funktioniert, wird ja jetzt auch gerade ein bisschen getestet. Sind wir mal gespannt, ob das dann auch alles wirklich reibungslos läuft. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Ja, wir haben gelernt aus der Vergangenheit, glaube ich. Allerdings, Dankeschön.